Und damit herzlich willkommen bei Wo ist Sven? Und ja, wie man sieht, bin ich heute nicht alleine unterwegs. Wir sind heute eine richtige Kajak-Gang und gemeinsam machen wir uns auf den Weg in Richtung Bonn-Köln. Wie weit wir kommen, das werden wir sehen, ist auch relativ egal. Wir freuen uns jetzt nur tierisch darüber, dass es jetzt losgeht. Wir haben jetzt alle unsere Boote aufgebaut. Und wieder mit dabei ist der René, mein Bruder. Schon mittlerweile ein bekanntes Gesicht in meinen Videos. Dann der Yannick. Der Yannick war mit mir einmal auf Paddeln auf dem Bleibtreusee und an der Lahn. Auf der Lahn. Ahoi! Und auch wieder dabei ist der Stefan. Stefan, ahoi. Mein Freund, kennt ihr ja mittlerweile. Heute auch wieder dabei. Auf der letzten Tour war er nicht dabei, weil er noch wandern gewesen ist. Und jetzt der Tom, auch genannt Tom. Und er begleitet uns heute zum ersten Mal dabei. Er kommt genauso wie ich aus Köln und hat genauso wie ich, schon sehr sympathisch auf Anhieb, das Gomotec SeaWave dabei. Den Bruno nicht vergessen. Ach so, ja, der Bruno, der liebe Jung. Und hier auch der liebe Jung, der Bruno dabei. Oh, erstmal trinken. Genau, denn jetzt geht's los. I was a highway man, long the coach roads I did ride, with a sword and pistol by my side. Then a young maid lost her baubles to my trade. Many a soldier shed his lifeblood on my blade. The bastards hung me in the spring of 25. Und heute habe ich mal mein Reservepaddel dabei. Ich habe meins nicht gefunden. Das ist um einiges kürzer. Ich bin ja mal gespannt, wie ich damit jetzt klarkomme hier. And I was a sailor. And I was born upon the tide. With the sea I did abide. Ah, hast du angemacht? I sailed a schooner around the Horn of Mexico. I went aloft to furl the mainsail. Und die messen heute auch unsere Durchschnittsgeschwindigkeit. Der Tom hat das am Handy jetzt aktiviert. Und mal schauen. Aber darum geht es uns natürlich nicht. In erster Linie ist das heute so eine Art Gemeinschaftstour. Wir werden mit Sicherheit sehr viel quatschen, Erfahrungen austauschen. Und ja, ich habe schon eben mitbekommen, dass schon die nächsten Pläne anstehen. Zum Beispiel auf der Erft. Stimmt's? Jawohl. Ne? Guck mal, du bist am Grinsen. Kommst du mit? Super. So, und rechts neben mir ist jetzt der Stefan mit seinem neuen Boot. Und sag doch mal, Avance Evolution 2. Evolution 2 von Advanced Elements, ja. Genau. Das Besondere daran, das ist ein komplettes Dropstitch-Material. Also 100% Dropstitch. Dieses Material unterscheidet sich zu diesen ursprünglichen Luftbooten. Die werden sehr viel höher aufgepumpt und ist dann schon fast so wie ein Festrumpfkajak. Oder sagen wir anders, kommt schon an einem Festrumpfkajak sehr nah ran. Ja, wie bist du denn zufrieden? Bist du zufrieden damit? Es ist toll. Ich kann unterwegs Wäsche bügeln, wenn ich möchte. Aber ist es dann auch, hat man dann auch Einbüßen an der Bequemlichkeit, weil hier finde ich das halt immer super bequem, ne? Das ist halt der Vorteil an dem Luftboot. Das ist der einzige Nachteil gewesen bei der ersten Tour. Die Sitze sind jetzt nicht unbedingt gepolstert. Ja. Und da hat mir nach zwei Tagen echt das Gesäß mächtig wehgetan. Jetzt habe ich mir mal so eine Gel-Unterlage mit reingepackt. Ja, im Moment fühlt sich das echt entspannt an. Ja, ich bin auf jeden Fall... Wir können ja mal tauschen. Ja, wir tauschen gleich mal. Ich bin auf jeden Fall auf seinen Langzeitrisch gespannt, wie er das so empfindet, nach einer Zeit mit einem Dropstitch-Boot zu paddeln. Denn ich habe mich auch mal dafür interessiert. Ich stand ja zwischen die Wahl, stand ja zwischen der Wahl, zwischen den Wash 2, was ja auch zumindest der Boden Dropstitch-Material verbaut hat, und dann den hier. Ich habe mich dann, wie man sieht, hier für das SeaWave entschieden, weil das halt ein bisschen günstiger gewesen ist. Aber neugierig bin ich auf jeden Fall noch und
hören wir immer gerne an, was der Stefan dazu berichten hat. Der Einstieg ist noch eleganter als das, was du auf dem Rhein fabriziert hast. Du von vorne drüber gehen, du kannst dir das komplette Boot als Gangway benutzen. Also kannst du mit einem Purzelbaum einsteigen? Quasi, ja. Du kannst auch, wenn du dir zwischendrin einen Kaffee kochen möchtest, kannst du mal nach vorne laufen. Ja, also wir haben eben, er hat uns so begrüßt, er war schon vor uns auf dem Wasser. Der stand einfach da drinnen, als wäre das ein Subboard. Kennt man dieses Material? Ursprünglich kommt das ja aus der Subboard-Szene. Aber mittlerweile hat der Weg auch in die Kajak-Szene gefunden. Und jetzt sind wir bei Flusskilometer 635. Und vor uns liegt jetzt, oder beziehungsweise rechts neben uns, liegt jetzt Unkel. Das bedeutet, wir können jetzt auch vor uns schon das wunderschöne Siebengebirge uns ansehen hier. Mit dem Drachenfels, mit der Löwenburg, Ölberg sieht man. Ja, hammergeil. Erste Mal, pass auf. Eieiei. War knapp, ne? Ich wollte so nicht an. Lageplan. Macht momentan richtig Bock. Natürlich kommt das Film wahrscheinlich ein bisschen zu kurz. Sehr viel unterhalten wir uns hier natürlich. So, ne? Hab ich recht? Ich denke mal, wir müssen heute gar nicht mit dem Zug fahren. Vielleicht schaffen wir, aber es nach Köln wird, glaube ich, knapp, aber... Ja, ich gehe nach Köln und ich habe Zeit genug. Wie lange man neben Steffen ist, dann ankommen. Ja, haben wir auch Taschenlampen. Hier so oder so, je nachdem, wo wir rausgehen oder so, habe ich 10 Minuten zu Fuß. Ja, stimmt, du wohnst direkt da, ne? Hast ja, erzählt. Ja, direkt Leberplatz da unten. Da, wo man auch schön ausprobieren kann. Straßenbahn. Ja. Krödelmarkt in Unkel, ne? Ja. Zeig mal, was da drauf ist. Ja, ich hatte jetzt blöde Paddel. Dein Hund paddelt mit! Ja, aber gleich! Das ist das gleiche Boot! Aber da siehst du mal, ne? Der hat keinen Unterschied. Du kannst auch jetzt doppelt kräftiger sein wie ich, weil das Boot, das verdrängt ja das Wasser. Das macht keinen. Du kriegst das gar nicht schneller. Ja, man kriegt es nicht schneller. Irgendwann ist es einfach durch das Luft oder durch die Verdrängung, weißt du? Das Lachen, aber die Autenten sind wir beide jetzt wirklich knapp 9 km/h gefahren. Das ist ein Glück, also 9 km/h sind wir jetzt gepaddelt. Ja. Das kleine Wettrennen. Ja, irgendwann haben die Boote halt so eine Verdrängung. Da bringt es auch nichts. Ja, habe ich. Da bringt es auch nichts, wenn man kräftiger paddelt. Das bleibt einfach gleich. Das halt nur beim Feststellen. Ja, da kann man auch sich die Kräfte sparen. Und vor uns kommt jetzt das sehr, sehr bekannte Schiff von Bonn, die sogenannte Moby Dick. Ein sehr cooles Schiff, sehr bekannt in Bonn. Und ja, jetzt sehe ich dieses Schiff auch zum ersten Mal vom Rhein aus. Vor uns ist jetzt 637 und das wunderschöne Siebengebirge. Unkel liegt jetzt mittlerweile hinter uns. Wir müssen jetzt ein bisschen rechts rüber. Auf die Nase vorne! Ich hab die Nase vorne! Freu ich mich. Seid ihr alle dabei auf der Nase?
Bonn, also Bonn-Boll, da gibt es einen Sandstrand. Vielleicht eine kurze Pause machen. Vielleicht muss der Hund ja auch mal. Da ein Bahnhöfchen, falls ihr das was sagt. Oder irgendjemand. Kennst du Bahnhöfchen? Ja, ne? Aber gut, da könnte jetzt auch was los sein, ne? So, und jetzt rechts neben uns ist das Siebengebirge. Das bedeutet, vor uns ist jetzt Bonn. Auf der linken Seite müsste jetzt mittlerweile Bad Godesberg sein. Und rechts müsste Königswinter sein. Ja, mega Spaß. Es ist vom Wetter perfekt. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Am Zug kriegen wir sogar noch eine schöne Abkühlung. Eben dachte ich schon, wo ich das erste Wettrennen mit dem Tom gemacht habe, dass es regnet. Dabei habe ich gemerkt, mit diesem Paddel hier, wenn ich schnell paddel, schleudere ich das Wasser nach oben. Das ist mir dann beim zweiten Mal paddeln aufgefallen, wo ich mit dem Stefan das Wettrennen gemacht habe. Und ja, sehr interessant ist, dass ich vielleicht 5 cm die Nase vorne hatte vor dem Dropstitch-Boden. Ich vermute aber mal, weil wir eben ein paar Wellen hatten, dass das Gomotex besser durch die Wellen kommt. Windschattenfahrer. Ja, ihn wurmt das immer noch. Er ist immer noch ein bisschen frustriert. Ja genau, wer günstig ein Boot kaufen möchte, gerne melden. Also er möchte jetzt das Boot bei eBay wieder verkaufen. Aber Quatsch, der behält das natürlich. Na ihr kleinen Zwerge, die alte Scooby-Gang einfach mal überholen. Alles gut. Hast du eigentlich dein Tangier dabei? Nee. Nee, ne? Nee. Ich hab gute Laune, merkt man, ne? Ist doch klar, mit coolen Paddlern hat man gute Laune. Harmoniert doch ganz gut, oder? Unterhaltet euch, Einzelgespräche haben schon stattgefunden. Wem sind wir zu langsam? Niederdeutschen. Nee, ist irgendeiner, der lieber schneller paddeln würde? Sehr gut. Du könntest ein bisschen. Was machst du eigentlich? Holst du deinen Flachmann immer raus oder drehst du dir die Zigaretten? Ich habe mich in Regenkleidung gepackt und zwischendurch eingetrunken. Ach so, aha. Jetzt, das muss ich aber jetzt rauscutten, ne? Wenn das deine Frau sieht, hört. Keine Sorge, ich mach Piepston. Ah. Ihr habt heute Morgen schon gemeckert. Wie hast du schon heute Morgen Flachmann gesoffen? Nein, aber ich habe gesehen, was ich eingepackt habe. Ach so. Ja gut, da kann ich da drin lassen. Dann weiß ich. Flachmann habe ich gekauft. Ja, rechts ist. René, rechts wollten wir doch jetzt irgendwo Pause machen, ne? Ja, ein Strand nach dem anderen. Hier ist doch gut. Machen wir die nächste Bühne, oder? Ja. Geh wieder ins Kehrwasser rein. Oder die nächste. Was ich dich ja noch fragen wollte, was hat das mit dem Paddel auf sich gehabt auf der Hemd? Sieht nämlich das Wasser so aus. Ihr seid immer losgegangen und habt einen Paddel gekauft. Ach, das blaue Paddel. Ach so, ja, der René hat sein Paddel vergessen. Da musste noch ein Paddel holen. Und dann hat er, da gab es noch ein Paddel, ich glaube, das war für den Subboard so ein Ding. Ja, ich musste da zweimal hingucken. Ich habe ist das verbogen oder? Das ist wirklich krumm. Ich meine, die GoPro macht schon ziemlich viel krumm, aber das Paddel war wirklich krumm. Ich finde es ja witzig. Sven geht auf der Elbe paddeln, vergisst die Pumpe. Und der René vergisst sein Paddel. Ja, das Sven ist doch krass. Wie kriegst du zwar nur mit dem Mund aufgebracht. Ja. Ja, das sieht man halt, ne? Brüder, ne? Aber solange wir das Boot nicht vergessen. Ja. Boah, was ist jetzt los hier? Jetzt müssen wir wieder kämpfen, uns durchbeißen. Jetzt müssen wir alle zusammenhalten, wie bei der Tour de France. Windschatten ausnutzen. Jetzt tanzt der Bär hier im Kettenhemd. Halleluja, ich drifte ab. Und da ist natürlich der Nachteil von Gomotex. Sea Wave sind natürlich sehr weit oben. Das bedeutet,
Wir sind sehr windanfällig. Ja, jetzt ist es nichts wie Weichteil, jetzt müssen wir uns die richtig durchbeißen. High heel lady spitting at the Nicky Jacks. Businessman with a needle and a spoon. Ah, wer braucht denn Dropstitch? Guck mal, Stefan. Kann ich auch. Ich hoffe, das wird nicht bei eBay verkaufen. Oh, scheiße, der Wind. Und weiter geht's jetzt auf dem Rhein. Wir sehen vor uns schon den Posttower. Und der Stefan, der steht jetzt auch in seinem Boot. Ich bin eben damit auch noch ein bisschen gepaddelt. Einmal im Sitzen und einmal im Stehen. Auf jeden Fall ziemlich cool. Dann kann man die Hindernisse schon wie ein Leuchtturm vorausschauen. Andere Richtungsfest. Komm, ich kipp dich mal. Oh, das ist der Sog von der Pumpe gewesen. Und jetzt nähern wir uns Bonn. Und hinter mir ist jetzt der Lange Eugen und der Posttower. Im Posttower habe ich auch einmal in der Kantine gearbeitet als Koch. Hier in Bonn bin ich auch in die Ausbildung gegangen. In Bonn-Beuel habe ich meine allererste Wohnung gehabt. Und ja, es ist immer schön, heute zum ersten Mal auf dem Rhein, diese schöne Stadt. Und hier fängt auch der Rheinsteig an, also hinter Bonn gibt es keine Déjà-vus mehr von meinem Wandertrip auf dem Rheinsteig. Moby Dick macht bestimmt ein paar schöne Wellen jetzt. Ich sehe sie schon. Oh, geil! Guck mal, René, der hebt ab! Ich habe gesagt, jetzt sind wir in der Großstadt und bekommen keinen Großstadtlärm ab. Ja, stimmt. Merkst du das? Wie leise das hier eigentlich ist? Wir hatten es gut auf der Insel, ne? Im Mittelrheintal. Besser kann man es nicht haben. Auf dem Rhein, da ist man genau mittig. Man hört zwar schon Verkehr, aber am Land wäre es nochmal eine Ecke lauter gewesen. Nicht davon reden, sonst kriege ich Hunger. Oder wir halten am Bahnhof hier und essen wir eine Runde. Nee, ne? Ich hab noch eine Pringles. Wir können uns ja die Pringles teilen. So, und jetzt wechseln wir die Rheinseite. Und wie wir schon gemerkt haben, bis jetzt ist sehr wenig Bootsverkehr hier. Kann auch gerne so bleiben. Na, das ist Staub. Lass dich nochmal anziehen. Nimm das. Komm, gib Gas. Ja, komm doch. Cross the universe divide. When I reach the other side. I'll find a place to rest my spirit. Oh, gleich, gleich. Perhaps I may become a highwayman again. Das ist aber gleich, gleich schnell, oder? Bei Wellen war es eben so, dass ich einen Ticken länger war, schneller war. Und jetzt kann man sagen gleich, oder? Ja, also ich habe jetzt auch nur 75 oder so. Wird das doch nicht mehr so. okay, also ich denke, er wird sein Boot behalten. Er hat die Ehre von Dropstitch-Liebhabern wieder hochgehalten. Und jetzt das bekannte Schiff, das chinesische Schiff. Hier kann man super chinesisch essen. Habe ich allerdings noch nie getan, obwohl ich hier direkt mal gewohnt habe in Bonn-Beuel.
Aber bis jetzt habe ich immer nur Gutes gehört, soll sehr lecker dort sein. Wunderschön, das Schiff, das fährt im Prinzip aber nicht mehr. Das steht hier nur noch rum und bewirtschaftet seine Gäste. Und gleich auf meiner rechten Seite kommt noch mal ein sehr schönes Stück. Dort ist das Bahnhöfchen mit einer kleinen Strandanlage. Dort haben wir schon damals immer ein kleines Feuerchen gemacht. Und der Wirt hat sich immer beschwert, wenn der Wind bzw. der Qualm über die Terrasse gezogen ist. Da hat uns die Polizei weggerufen. Ne? Man war halt jung und frech. Bin ich immer noch. So, und jetzt weiter paddeln. Ne? Ja, und dann sind die noch gleich. Also für ein 3-Personen-Zelt mit Riesenvorzelt wiegt das Teil 3 Kilogramm. Mein Panzerzelt wiegt auch 3 Kilogramm. Eine Person und man kann nicht drin sitzen. Nur mal so. Und dafür ist der Preis okay, finde ich. Das hast du dann in 3 Wochen dabei. Ich vermute, ja, mit Jonas. Ja, aber ich wollte nicht mit 2 Zelten unterwegs sein. Deswegen. Und das Große ist auch geil. Mit riesen Vorzelt und so. Oh, jetzt sind wir am Bonner Hafen. Wir befinden uns an der Siegmündung. Vor uns ist entsprechend Mondorf und dort ist gerade Kirmes. Denn seine Familie wartet hier bzw. da auf ihn. Und ja, wo ist er überhaupt? Hier! Hat es dir gefallen? Ja, war cool. Natürlich, das war super. Schön, dass ich mitfahren durfte. Wir sehen uns dann an der Lahn. Spätestens, ja. Okay, cool. Und jetzt die Fähre von Mondorf auf meiner rechten Seite. Ganz schön gut besucht. Die wollen wahrscheinlich alle zu Kirmes. Thank you.
auf der Nordsee. Ja, schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Wir wollen doch nach England. Dein Boot knallt da durch! Gott, Element verprügelt einfach alle Welt. Das ist der Schulhofprügler. Ja. Der Weltprügler. Der spielt nicht, der nimmt den Kindern das Pausengeld ab. Das hört sich an, ey. Scheiße, ich trifft ab. Gottes Willen hier. Kommt gerade die Fähre, wir warten. René ist schon passiert. Und vor uns ist auch Wesseling. Sehr windig momentan. Wir hoffen, dass es ein bisschen nachlässt. Und mittlerweile sind wir jetzt auch in Wesseling angekommen. Hier im Naherholungsgebiet ist es, wie wir finden, eine traumhafte Gegend zu paddeln. Stimmt's? Ja. Wir genießen es. Hier möchte man einfach alt werden. Wenn die Sonne richtig knallt, hat man da mit Sicherheit immer Schattenplätze, ne? Und vor uns jetzt ein Polizeiboot. Sieht so aus, als würde der Frachter da begleitet von denen. Nee, ja, die kontrollieren die. Siehst du das? Aber wenn der jetzt kontrolliert, das bedeutet, jetzt ist er richtig so im Arbeitsflow. Vielleicht will er uns jetzt auch kontrollieren. Guck, der lässt ihn nämlich jetzt vorbeifahren. Ich glaube, jetzt sind wir fällig, weil der ein Arbeitsflow ist. Ja. Das ist ein Polizeiboot. Ich hab die GoPro an. Wenn einer uns erschießt, dann habe ich Beweismaterial. Wenn uns einer jetzt in das Boot schießt, ne? Hört man so, peng, peng, peng. Da ist eure Beschriftung. I see my red head, mess, paint, T-shirt, queen, be my screen. The stage smells, tells, tells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stop, shirt, like me on a tree. Ja, wir werden kontrolliert. Die kontrollieren nur unsere Geschwindigkeit, wie schnell wir sind. Genau deswegen habe ich ein Kennzeichen, das habe ich bei dir an. Also reiß dich mal zusammen jetzt, Stefan, ne? Nicht so schnell paddeln. Damn, I'm good.
Oder der holt jetzt Verstärkung, weil wir zu viele sind. Der holt jetzt nur Verstärkung, wir sind zu viele. Bei den Spritpreisen dürfen sie auch nicht schneller fahren. What I told her, Christ now sinks to my shoulder. Oh babe, don't know what I'm gonna do. Jetzt gibt er Gas. Und jetzt erreichen wir Köln-Porsche. Hier ist der Stefan und meine Wenigkeit bei der Siegbepaddelung ausgebotet. Und dahinter erreichen wir dann gleich Rodenkirchen und den entsprechend darauf Köln. Also, wir werden heute bis nach Köln kommen. Und darauf freue ich mich, die erste Köln-Einfahrt, für mich zumindest. Geht wieder los mit dem Wind, das gibt's ja nicht. Wir sehen schon die Brücke von Rodenkirchen und jetzt möchte uns der Wind nochmal vergewaltigen. Anders kann man das schon gar nicht mehr ausdrücken, aber das sehen wir jetzt auch noch durch. Und man sieht die zwei Spitzen vom Kölner Dom. Allerdings an der GoPro jetzt wahrscheinlich nicht, denn ist noch ein gutes Stück. Wir sind jetzt genau 50 Kilometer von Erpel bis nach Köln-Rodenkirchen gepaddelt. Ich bin Lokalpatriot mit stolzer Brust, schwingen, fahren, schwingen, rudern wie. Alle wollen nach Berlin. Russ in die große Welt, noch mich kriegst du nicht fort. Ich kann nicht sagen, wann mich ich hält. Es gibt kein Wort, das sagen könnt, was ich fühl, wenn ich an Köln denk, wo oh oh. Wenn ich an mein Heimat denk, es gibt kein Wort, das sagen könnt, was ich fühl, wenn ich an Köln denk, wo oh oh. Und jetzt haben wir auch die wunderschöne Großstadt Köln am Rhein hier erreicht. Wunderschön, super cool hier, ein epischer Moment. Und ich muss gerade wieder steuern. Die drei sind jetzt schon weiter vorne, weil ich mich hier wieder besoffen filme. Ah, krass. Und die werden auf jeden Fall auch in Köln-Deutz aussteigen an der Messe, also Köln-Messe-Deutz. Ja, rechts ist ein guter Ausstiegspunkt und dann werden wir den auch so auf jeden Fall nutzen. Das ist auf jeden Fall ein absolut richtig cooles Feeling. Ich glaube, ich bin noch nie so viele Kilometer gepaddelt. Gut, der Rhein hat gut Strömung, ist klar. Aber bei dem Wind teilweise, also ich spüre alles jetzt und heute werde ich auf jeden Fall richtig gut schlafen, auf jeden Fall auch kaputt sein, die anderen auch. Wir haben uns am Ende nochmal richtig gepusht, alles gegeben, gegenseitig uns motiviert und gepusht und wir haben richtig was gerissen heute. Waren auch die richtigen Leute dabei, von Anfang bis zum Ende hat echt mega Spaß gemacht, war auch eine sehr sportliche Tour und auch eine sehr schöne Tour. Wir haben es auch genossen, wir haben uns auch sehr viel unterhalten. Mega Jungs, mega Typen heute mit dabei gewesen. Und ja, ich denke mal, wir gehen auf jeden Fall noch was trinken und genießen diesen Tag, bis er zu Ende ist. Und ja, Hammer! Gefällt mir echt sehr gut. Cool.
Hier werde ich auf jeden Fall auch irgendwann mal einfach mal einsetzen und mich einfach nur treiben lassen und. Ach, herrlich. Jetzt kein Wort, das alles kommt, was ich will, wenn ich an Köln denke. Oh, oh, oh. Wenn ich an mein Heimat denke. Jetzt kein Wort, das alles kommt, was ich will, wenn ich an Köln denke. So, da ist die Gang wieder. Ich war jubelt, als wir reingefahren sind. Ich war am Filmen. Oh, jetzt angekommen. Kilometer, yeah! 58? Krass. Ja, 57, also uns fehlen 210 Meter, aber wir haben gemeinschaftlich beschlossen, dass das okay ist. Wir machen gerade jetzt das Handy. Ja, bevor wir. Boah, irgendwas mit Käse jetzt, oder? Jetzt was mit Käse. Irgendwas mit Käse. Muskelkater mit Käse, würde man machen. Hier ist ein Fisch. Naja, wenn ich streist, dann könnte ich einfach geradeaus rüber paddeln. Da brauche ich nur noch geradeaus zu gehen und bin zu Hause. Ja, ich muss auch die Rheinseite wechseln. Ich wohne auch nicht auf der Schelsig. Trotzdem, wir gehen jetzt hier raus und gehen dann da hoch. Da oben steht ein Bierwagen. Falls sehr gut. Und Musik, habe ich gehört. Sonntag. Leute, wir fühlen uns jetzt wie Krüppels hier. Mein Rücken, dein Rücken und dein Rücken. Nee, dein Rücken nicht, oder? Was? Nee, seiner nicht. Dein Rücken nicht, oder? Bis! Geschafft! Yeah! Check! Köln geschafft! Check! Tut der Rücken auch so weh? Ja, geschafft. Köln geschafft. Ich auch noch die Offenscheidung. Yeah! Halleluja, sag ich nur. Ich hab einfach das Gefühl, ich bin Zeus. So, beinahe hätte ich es vergessen, bevor ich die GoPro hier einpacke. Hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei gewesen seid bei Wo ist Sven? Seid auch beim nächsten Mal dabei, dann wahrscheinlich auf der Erft. Genau die gleiche Truppe, die jetzt hier in Köln angelandet ist. So, ciao! Tschö mit Ö! Machet gut und schwing der Hut!